schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute was ganz was Tolles und zwar machen wir einen ganz saftigen Schokoladenkuchen. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 250 Gramm Butter, 150 Gramm Zartbitterschokolade, 5 Eier, 3 Esslöffel Backkakao, einen Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Mehl und ein bisschen Vanillepaste. Los geht's! Als allererstes müssen wir die Butter mit der Schokolade schmelzen. Dazu gebe ich als erstes die Butter in einen Topf. Lass das Ganze ganz kurz aufkochen und wenn es aufkocht, ausmachen, Schokolade dazu und das Ganze so lange rühren, bis es halt eben geschmolzen ist. Und was wichtig ist, wirklich, dass ihr den Ofen ausmacht. Das Ganze dann nochmal mit dem Schneebesen verrühren, dass auch wirklich richtig schön alles geschmolzen ist. Bei der Butter dauert es ein klein wenig. Und dann das kurz zur Seite stellen. Das muss ein kleines bisschen auskühlen. Dann geht's weiter mit den Eiern. Die gebe ich in eine Schüssel und schlage die kurz auf. Wenn die verrührt sind, kommt dann der Zucker dazu. Den lasse ich einfach hineinrieseln. Und dann die Maschine kurz stoppen und dann noch die Vanillepaste dazugeben. Ihr könnt auch ein Päckchen Vanillezucker hinzufügen. Ja, und das Ganze wird dann ungefähr so 2-3 Minuten aufgeschlagen, so ähnlich wie beim Biskuitteig. Wenn sich die Masse verdoppelt hat und so richtig schön weißcremig wird, kommen die 2 Esslöffel Mehl dazu. Ja, 2 Esslöffel Mehl, es müssen nicht mehr sein. So ein typischer Schokoladenkuchen besteht zum Großteil aus Schokolade und nicht aus Mehl. Und dann kommt auch noch das Kakaopulver dazu. Das Ganze verrühren. Jetzt erst das Backpulver hinzufügen, das kurz verrühren und dann gebe ich auch schon meine Schokoladenbuttermasse dazu. Also ist schon wichtig, dass es ein bisschen ausgekühlt ist. Ja, und wenn das verrührt ist, ist mein Teig auch schon fertig. Ich habe jetzt hier eine Springform mit einem Durchmesser von 24 cm. Ja, die hat ihre besten Jahre schon hinter sich, ich weiß. Aber meine neue ging kaputt und ich hatte nur noch die. Und deswegen habe ich sie benutzt, also die geht immer noch, aber ist halt schon dementsprechend alt, wie man sieht. Da gebe ich jetzt meinen Teig hinein. Ach ja, den habe ich übrigens mit Backpapier ausgelegt. Und dann darf der bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für gute 30 Minuten backen. Und so sah er nach dem Backen aus. Der ist hier jetzt ein bisschen gerissen, das macht aber überhaupt nichts, denn da kommt später eine Ganache drüber. Und der muss jetzt komplett auskühlen. Für die Deko. Das ist jetzt kein Muss für euch, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Ich habe hier so eine süße Silikonmatte, so kleine Schokoladenriegel. Die habe ich schon so lange und die wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Und dazu habe ich einfach, es waren ja 150 Gramm Schokolade und es sind ja 2 Tafeln Schokolade. Da hatte ich noch 50 Gramm übrig. Die habe ich einfach geschmolzen und dann da hineingefüllt. Geht eigentlich ganz einfach. Also einfach überall so einen Teelöffel Schokolade rein, ein bisschen schütteln, dann verteilt sie es gleichmäßig und dann in den Kühlschrank geben und fest werden lassen. Und dann kommen solche kleinen Schokoladentäfelchen raus. Wunderbar zum Garnieren, finde ich. Also wunderschöne Deko. Seht das? Richtig süß. Ja, und so sahen sie dann aus. Also die habe ich dann später auf meinen Kuchen gelegt. Aber wie gesagt, ich wollte es euch einfach jetzt so zeigen, ihr müsst es nicht machen. Dann für die Deko habe ich noch gehackte Haselnüsse, Streusel. Und es war so ein Schokoladenmix-Streusel. Ja, und dann geht es auch weiter mit der Ganache. Dazu gebe ich 100 ml Sahne in einen Topf und die erhitze ich. In der Zwischenzeit gebe ich 100 Gramm Schokolade in eine Schüssel, etwas zerkleinern, damit das alles ein bisschen einfacher geht. Ihr könnt übrigens auch statt Zartbitterschokolade Vollmilchschokolade nehmen oder halt auch weiße Schokolade. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann gebe ich die heiße Sahne darüber, schaue, dass meine Schokolade schön zugedeckt ist und lasse das Ganze gute 10 Minuten stehen. Jetzt müsste meine Schokolade eigentlich ziemlich weich sein und mit einem Schneebesen kann man das Ganze dann verrühren. Und zwar so lange, bis die Sahne mit der Schokolade richtig schön verbunden ist. So sah es dann aus. Jetzt hole ich meinen Kuchen, den habe ich übrigens nicht aus der Form raus, der bleibt da drin. Der ist jetzt ausgekühlt und da gieße ich jetzt die Ganache einfach oben drüber. Dann noch ein klein wenig mit dem Löffel verteilen oder wenn ich so hin und her schubsen, gießen, keine Ahnung, schieben.
Und dann geht es auch gleich ans Dekorieren, damit das Ganze auch schön fest wird. Ich habe jetzt als allererstes hier die gehackten Haselnüsse waren das. Also bei der Deko könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich habe halt das jetzt einfach genommen, was da waren. Und das waren jetzt eben diese gehackten Mandeln. Dann diese Schokostreusel-Mix noch drüber. Da waren auch so schöne Knusperkugeln dabei. Und dann noch die Schokostreusel. Und der darf jetzt in den Kühlschrank für gut eine Stunde. Meine Ganache ist nicht richtig fest, das soll sie ja auch nicht werden. Sie soll ja schnittfest werden, damit ich den Kuchen schön schneiden kann. Und jetzt wird der Rahmen vorsichtig entfernt. Einfach mit dem Messer außen rum und dann vorsichtig hochheben. Es hat wunderbar geklappt, wie man hier sehen kann. Ein wunderschöner Rand. Ja, und dann kommen meine Schokoladentäfelchen. Da habe ich jetzt erstmal lang überlegt, wie ich sie überhaupt hinlege. Aber ich kam dann doch noch zu einem Ergebnis. Und ich möchte mich übrigens entschuldigen, ich bin erkältet. Deswegen meine Stimme ist vielleicht ein bisschen kratzig, rau, verstopft. Ich bin leider erkältet, deswegen. Aber macht nichts, machen wir weiter. Ja, und so sah dann meine Torte, nein, nicht meine Torte, und so sah dann mein Kuchen aus. Also ich fand den wunderschön. Mit einfachen Sachen kann man so einen tollen Kuchen machen. Und jetzt zeige ich euch den Anschnitt, denn der ist ja bei einem Schokoladenkuchen ganz, ganz wichtig. So ein Schokoladenkuchen, so ein richtiger saftiger Schokoladenkuchen darf nicht trocken oder fest sein. Und das seht ihr hier jetzt dann gleich, dass dieser Schokoladenkuchen einfach perfekt ist. Hier seht ihr das. Seht ihr das? So muss er ausschauen. Es muss so richtig schön, da wäre er mal fast runterfallen, ja, so eine cremige Optik haben. Und das war perfekt. Also er war nicht zu trocken, er war richtig schön schokoladig. Also so muss er sein. Und hier zeige ich es euch noch mal kurz. Der war echt lecker. Also Zartbitterschokolade ist zwar nicht ganz so mein Fall, aber ich muss wirklich sagen, wenn man eine gute Schokolade nimmt, dann schmeckt es so toll. Also der war richtig, richtig lecker. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.